Hallo, du wundervoller Mensch, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Julia Colella. Ich bin Wirtschaftspsychologin und Hypnose-Therapeutin. Ich unterstütze sensible Menschen dabei, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. In diesem Video heute geht es um das Thema Hochsensibilität und Partnerschaft. Ich möchte so ein bisschen aus meiner Erfahrung berichten und aus der Zusammenarbeit mit Klienten, was ich aus Hochsensibilität in der Partnerschaft für besondere Bedürfnisse ergeben, was für besondere Stärken und was für eine wundervolle Möglichkeit die Hochsensible ihrem Partner auch bieten, sich wohlzufühlen, sich fallen zu lassen durch das viele Einfühlungsvermögen, durch Empathie und Mitgefühl sind Hochsensible wirklich ganz wertvolle Partner, aber haben eben auch besondere Bedürfnisse, zum Beispiel den Wunsch nach Ruhe, nach Rückzug und wieder die Akkus aufzuladen, damit es nicht zu einer totalen Reizüberflutung und Überforderung kommt. Grundsätzlich gelten Hochsensible als anspruchsvolle Menschen. Sie haben beispielsweise oft ein sehr starkes Moral- und Werteempfinden und wünschen sich dann dementsprechend auch in einer Beziehung Verlässlichkeit, Authentizität, ehrliche, tiefe Gespräche. Sie wünschen sich Integrität, sie wünschen sich Empathie, ähnliche Vorstellungen und vielleicht auch eine ähnliche Weltanschauung. Das ist natürlich auch hilfreich und genauso herausfordernd, wenn das nicht so zusammenpasst, was natürlich auch vorkommen kann, weil wir Menschen alle individuell und unterschiedlich sind. Grundsätzlich darfst du dir alles wünschen von einer Beziehung, du darfst an das Schönste und an das Beste glauben und du kannst dir auch sicher sein, dass der Partner dir einen Spiegel vorhalten wird, dass er die tiefsten Themen deines Seins triggern wird, weil eine Beziehung auch immer sehr viel Entwicklungspotenzial mit sich bringt und sehr viele Themen auf den Tisch bringt und das einen wirklich auch zur Weißglut treiben kann. Weil wenn beide bereit sind, daran zu arbeiten, können sich beide entwickeln, können den Sinn dieser Beziehung erfüllen, können über sich hinaus wachsen und beide sehr, sehr viel lernen und sich unterstützen, ergänzen und glücklich sein. Es ist grundsätzlich hilfreich, wenn beide in einer Beziehung auf einer Wellenlänge sind. Natürlich ist es manchmal so, dass man konträr ist in gewissen Punkten. Das kann auch manchmal ganz sinnvoll sein, zum Beispiel wenn eine hochsensible Person mit einer nicht hochsensiblen Person zusammen ist, kann es dazu kommen, dass man neue Dinge entdeckt, dass man sich vielleicht Dinge traut, dass man aus seiner Komfortzone hinausgeht und dass man vielleicht auch seine Grenzen ausweitet. Also es ist nicht so, dass man sagt, irgendwie nur Hochsensible mit Hochsensiblen oder nicht Hochsensible mit nicht Hochsensiblen, sondern es ist auch definitiv ein Mix möglich. Ich denke, es ist hier ganz wichtig, dass man einfach tolerant und respektvoll miteinander umgeht. Sollte es so sein, dass der andere sich ständig lustig über dich macht oder dass du vielleicht sogar in einer toxischen Beziehung steckst und es da keinen Respekt gibt und keine Wertschätzung und vielleicht auch, wenn du ehrlich bist, keine Liebe mehr, dann solltest du dir auf jeden Fall mein Video zum Thema toxische Beziehung anschauen, weil du verdienst es nicht zu leiden in einer Beziehung. Das muss definitiv nicht sein, das musst du dir nicht antun. Ich werde noch ganz viel zu dem Thema auch in meinem neuen Online-Kurs Fein fühlen und stark sein berichten. Da geht es um alle Aspekte von Sensibilität, von Partnerschaft und Hochsensibilität, von Sexualität, von Intimität, aber auch alle anderen Dinge rund um das Thema Sensibilität und Selbsterkenntnis. Ich werde oft gefragt, wie ist es so, wie soll ich dem anderen beibringen, dass ich hochsensibel bin? Also so beim ersten Treffen würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt mit der Tür direkt ins Haus fallen. Ich würde nicht direkt sagen, ja, ich bin übrigens hochsensibel. Vielleicht hat der andere noch nie was davon gehört und versteht es auf die Schnelle erstmal total falsch. Ich würde vielleicht so einzelne Aspekte ansprechen, die bei dir besonders wichtig sind. Vielleicht besondere Bedürfnisse, die du hast. Vielleicht ein Bedürfnis nach Ruhe, nach Rückzug, was du hast. Und da auch einfach sehr viele Fragen stellen. Wie ist es bei dir? Wie oft möchtest du dich zurückziehen? Bist du lieber mit anderen zusammen oder auch mal für dich alleine? Wie ist dein Ruhebedürfnis?
was sind deine Bedürfnisse. Und da einfach wirklich so ein bisschen den anderen auch kennenlernen und hinschauen. Bei Hochsensiblen ist es so, dass sie sehr schnell ein gutes Gefühl mit anderen entwickeln und auch eine tiefe Verbundenheit. Ich sage immer so, fall deep in love kann manchmal auch recht gefährlich sein, wenn man in eine Liebe reinfällt und zu schnell zu viel gibt, zu schnell zu viel reingibt, zu schnell sich selbst auch vergisst und aufgibt, ist das nicht besonders förderlich. Wenn dann noch ein Helfersyndrom dazukommt, so wie ich rette den anderen, dann ist es schnell manchmal aus der Sache wieder auszusteigen. Man vergisst auf sein Bauchgefühl zu hören. Und deswegen lass dir Zeit, hör auf dein Bauchgefühl, hinterfrag immer wieder, nimm dir Zeit für dich, reflektiere und versuch das Ganze aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Überleg dir mal, wie würde das Ganze aussehen, wenn es ein neutraler Dritter beobachten würde. Wie würde es aussehen aus den Augen einer Person, die es sehr, sehr gut mit dir meint. Also reflektiere das Ganze und fall nicht direkt in Dinge rein, die vielleicht gar nicht so gut für dich sind. Pass auf dein gutes Herz auf und schütze auch dein gutes Herz. Du musst dich für nichts und niemanden aufopfern. Es ist auch in einer Beziehung immer ein gewisses Geben und Nehmen, weil Hochsensible sind halt einfach prädestiniert dafür, sich aufzuopfern und viel zu geben. Also passt da einfach gut auf dein liebes Herz auf. Es ist für Hochsensible existenziell wichtig, die eigenen Bedürfnisse zu kennen, diese Grenzen auch zu setzen, die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren und bestenfalls auch selbst erfüllen zu können. Es ist so wichtig, für seine eigenen Bedürfnisse einzustehen und nicht in so Rechtfertigungsmodus zu verfallen oder sich schlecht zu fühlen, weil man sagt, ich brauche Zeit für mich. Achte da einfach sehr gut auf dich. Ein gutes Energiemanagement ist wirklich essentiell wichtig, um diese vielen Reize, die du wahrnimmst, diese vielen Eindrücke verarbeiten zu können. Gerade das Verliebtsein bedeutet sehr viele Reize, weil du nimmst auch den anderen wahr, du nimmst die Bedürfnisse des anderen Menschen wahr. Es sind viele neue Eindrücke, viel Aufregung, viele Reize von außen und von innen, deine Gefühle, Emotionen, vielleicht spielen auch noch deine Hormone zurück. Verrückt. Also das ist einfach sehr viel an Informationen und die dürfen eben auch verarbeitet werden und das braucht einfach Zeit und Raum. Ja, es ist sinnvoll, wenn du wirklich deine Bedürfnisse kennst und gut dafür sorgst, es ist nicht die Aufgabe deines Partners, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Ich möchte das nochmal betonen, dass es nicht die Aufgabe deines Partners ist, ständig für dich zu sorgen oder dafür zu sorgen, dass du deine Grenzen einhältst. Das ist dein Job. Sorge da gut für dich, egal ob du Single bist oder in einer Beziehung. Sorge gut für dich und deine Bedürfnisse. Sei dir selbst deine innere beste Freundin. Sei liebevoll zu dir und sei gut für dich da. Hochsensible haben unglaublich viel zu bieten, auch wenn sie vielleicht manchmal besondere Bedürfnisse haben, wie ein gesteigertes Gefühl für Emotionen, für mehr Wahrnehmung und ein größeres Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug, sind sie einfach auch sehr empathische, mitfühlende Menschen. Sie haben es einfach echt drauf, einen liebevollen Rahmen zu bieten und für andere Menschen da zu sein, ein Gefühl von Geborgenheit und Liebe zu schenken und gute Zuhörer zu sein, dem anderen einen Raum zu geben, so sein zu dürfen, wie sie sind, tiefgründige Gespräche zu führen, ein feines Gespür zu haben für die Stimmung von anderen Menschen. Also, wenn du einen hochsensiblen Menschen an deiner Seite hast, kannst du dich echt glücklich schätzen und diese gegenseitige Wertschätzung für den anderen ist einfach auch so, so wichtig. Nichts ist selbstverständlich an einem anderen Menschen. Es ist gar nicht selbstverständlich. Seid immer dankbar füreinander. Was so eine Herausforderung ist, ist diese hohe Wahrnehmung auch von den Gefühlen und Bedürfnissen von anderen Menschen, weil vielleicht kennst du das, dass du so ein entgrenztes Ich hast und den anderen total stark spürst und die Bedürfnisse des anderen spürst. Vielleicht gehst du dann über deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse hinweg und möchtest ständig dafür sorgen, dass alles stimmt, dass Harmonie da ist, weil du so ein großes Harmoniebedürfnis
hast, weil du spürst, dass es dem anderen nicht gut geht und du für ihn sorgen möchtest. Und da kann es auch manchmal zu einer Überinterpretation kommen. Deswegen möchte ich dich hier ans Herz legen, mehr Fragen zu stellen, nochmal nachzuhaken, anstatt alles zu überinterpretieren und dir viel zu viele Gedanken zu machen oder ständig dem anderen ja, hinterherzulaufen und es recht machen zu wollen. Frag vielleicht einfach mal nach, hey, ich habe das und das wahrgenommen, wie ist es denn? Oder in der und der Situation habe ich das und das gedacht. Ist das so? Möchtest du das? Was wünschst du dir? Wie kriegen wir das hin? Wie können wir eine Lösung finden? Grundsätzlich, wenn manchmal Situationen sehr verfahren sind, möchte ich dir noch die Idee mitgeben, wenn du einfach nicht weiter weißt, zu sagen, hey, ich weiß gerade einfach nicht weiter, aber ich wünsche mir so sehr, dass wir das hinbekommen. Lass uns eine Lösung finden. Also wirklich einfach ja, mit einem offenen Herzen zu kommunizieren. Auch mit Herausforderungen oder Schwierigkeiten oder wenn dich was an dem anderen stört, kommuniziere die Dinge mit einem offenen Herzen und nicht in Angst oder in Reue und dergleichen. Mach dir nicht zu viele Gedanken. Mehr Fragen stellen, weniger interpretieren ist definitiv sinnvoll. Ich habe es auch oft erlebt, dass Klienten von mir länger in Beziehungen drin geblieben sind, die toxisch waren, als es wirklich gut für sie war. Also wenn du in einer toxischen Beziehung bist, ich habe da auch einige Videos auf YouTube zum Thema toxische Beziehungen und auch Meditation dazu und vor allem in meinem neuen Kurs gehe ich auf dieses Thema nochmal ein. Es ist wirklich wichtig, das aufzuarbeiten, diese Wunden zu heilen. Und vor allem auf gar keinen Fall in einer toxischen Beziehung drin zu bleiben und immer darauf zu hoffen, dass es besser wird. Es wird nicht besser werden. Und du kannst auch niemals davon ausgehen, dass ein anderer Mensch sich für dich ändern würde. Menschen ändern sich aus sich selbst heraus und nicht für jemand anderen. Und wenn du möchtest, also was ist Vertrauen? Vertrauen ist, wenn du jemanden kennenlernst, wird dieser Mensch genau so bleiben, wie er ist. Du kannst einfach davon ausgehen, dass dieser Mensch so bleiben wird. Das heißt, setz am Anfang mal auch die rosarote Brille ab und schau dir das wirklich an, ob du mit diesem Menschen langfristig zusammen sein kannst und möchtest. Diese gewissen Eigenheiten, die er am Anfang hat, die werden bleiben und frag dich wirklich ehrlich, kann ich damit leben? Kann ich damit umgehen? Passt das zusammen? Ja. Oft hat dieses Ausharren in Beziehungen, die nicht okay sind, die vielleicht sogar toxisch sind, viel mit einem schwachen Selbstwertgefühl zu tun und führt dann natürlich langfristig zu noch mehr einem gekränkten Selbstwert, wenn man in so einer toxischen Beziehung drin bleibt. Da ist es ganz viel wichtig, ganz wichtig, Heilung zu finden und sein Herzchen wieder zu heilen und mit der Vergangenheit abzuschließen. Und auch nicht ja, zu viele Gedanken sich zu machen, weil man spürt, es passt einfach nicht, dann brauchst du nicht noch 10.000 Mal die Pros und Kontras abzuwägen, dann triff einfach wirklich deine Entscheidung, finde eine Klarheit für dich und dann geh deinen Weg und vertraue dir, vertraue deinem Bauchgefühl und deiner Intention. Ich denke, dass Beziehungen einfacher sind, wo beide auf einer Wellenlänge sind, wo beide einfühlsam und verständnisvoll miteinander sind. Was nicht bedeutet, dass nur Hochsensible miteinander klarkommen. Es kann auch sehr inspirierend sein und zu einer positiven Entwicklung beitragen, wenn man mit einem nicht hochsensiblen Menschen zusammen ist, wenn man dann vielleicht mal seine Grenzen ausweitet, neue Wege geht, neue Erfahrungen macht, sich vielleicht neue Dinge traut und sieht, hey, ich kann das doch und das ist total super. Ich denke, es ist einfach ganz wichtig, tolerant miteinander umzugehen und respektvoll miteinander zu sein. Und dann passt das auch oft wunderbar zwischen Hochsensiblen und Nicht-Hochsensiblen. Gemeinsame Werte und miteinander zu kommunizieren und tolerant miteinander umzugehen, ist einfach die Basis für eine Beziehung. Das heißt, trau dich, mit anderen Menschen zu sprechen über deine Bedürfnisse und über deine Grenzen. Verbieg dich nicht für andere, sondern vertrau darauf, dass du ein wundervoller Mensch bist und dass du nur das Beste verdienst und dass Beziehungen einfach ganz viel Entwicklungspotenzial
bieten. Wenn du mehr wissen möchtest zum Thema Hochsensibilität, wenn du da deine feine Superpower entfalten möchtest, findest du alle Links hier unter dem Video. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Kanal für mehr Videos zu diesen Themen. Alles Liebe und einen wunderschönen Tag, deine Julia.